Willkommen zum E-Tutorial mit dem Thema Kumulative Dissertationen an der RWTH Aachen. Hier wollen wir Sie auf einige Besonderheiten aufmerksam machen, die zu beachten sind, wenn Sie Ihre Dissertation auf der Grundlage vorab veröffentlichter Publikationen erstellen möchten. Zunächst definieren wir die Begriffe Vorabpublikation und kumulative Dissertation genauer. Mit Vorabpublikation bezeichnen wir eine Veröffentlichung, die beispielsweise als Aufsatz in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen ist und zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Dissertation abgedruckt wird. Besteht die Doktorarbeit aus mehreren bereits vorab publizierten Aufsätzen, sprechen wir von einer kumulativen Dissertation. Nicht alle Fakultäten der RWTH erlauben das Einbinden bereits vorab publizierter Aufsätze in die Dissertationsschrift. Die jeweiligen Vorgaben sind in den Promotionsordnungen zu finden. Um einige Beispiele zu benennen, die Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften lässt nur monographische Dissertationen zu. Kumulative sind laut Promotionsordnung explizit ausgeschlossen. Die Fakultät für Architektur hingegen erlaubt kumulative Dissertationen unter bestimmten Voraussetzungen. So wird hier unter anderem gefordert, dass mindestens 3 Fachaufsätze in die Doktorarbeit einfließen, die ein genau definiertes Qualitätssicherungsverfahren des Verlags durchlaufen haben müssen. Besonders im medizinischen Bereich ist es ein gängiges Vorgehen, eine oder mehrere bereits erschienene Veröffentlichungen als Dissertation einzureichen. Auch hier müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, wie zum Beispiel die Allein- oder Erstautorenschaft der Doktoranden bzw. des Doktoranden. Eine Mischform ist an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zulässig. Hier darf die Doktorarbeit aus mindestens 3 aktuellen Fachaufsätzen bestehen, wobei diese nicht zwingend veröffentlicht sein müssen. Zusätzlich wird eine gemeinsame Einleitung gefordert, welche die Einzelbeiträge zusammenführt. Diese Ausführungen zeigen, wie breit gefächert die Anforderungen der verschiedenen Fakultäten an Dissertationsschriften sind. Da es auch immer wieder Überarbeitungen von Promotionsordnungen gibt, ist es besonders wichtig, sich rechtzeitig mit den gültigen Vorgaben vertraut zu machen. In allen Fällen, in denen bereits veröffentlichte Bestandteile in die Dissertation einfließen sollen, ist es von besonderer Bedeutung, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies kann sowohl den Verlag als auch weitere beteiligte Personen betreffen. Wir empfehlen eine frühzeitige Klärung, inwieweit eine spätere Übernahme publizierter Texte in die Doktorarbeit möglich ist. Hinweise hierzu geben zum Beispiel der Verlags- bzw. Autorenvertrag, die Webseite Sherpa Romeo oder das Copyright Clearing Center. Gegebenenfalls kann auch die direkte Rücksprache mit dem oder den Verlagen erforderlich sein. Ist die uneingeschränkte Verwendung eines Originalartikels nicht zulässig, können die Einhaltung von Embargozeiten oder die Nutzung der akzeptierten Manuskriptversion eine Lösung darstellen. Die Verwendung von Aufsätzen im Rahmen der Dissertation ist in der Regel dann ohne rechtliche Stolpersteine möglich, wenn diese im Vorfeld nach dem Open Access Modell veröffentlicht wurden. Optimal ist es, wenn durch die Vergabe gängiger Open-Content-Lizenzen der Grad der möglichen Nachnutzung eindeutig geregelt ist. Sollte die für die eigene Arbeit gültige Promotionsordnung die Verwendung von Aufsätzen in Mehrautorenschaft gestatten, so ist das Einverständnis aller beteiligten Personen erforderlich. Eine schriftliche, formlose Bestätigung der Co-Autorinnen und Autoren genügt hier bereits. Alle Dissertationen werden im Rahmen des Promotionsverfahrens in der Universitätsbibliothek, kurz UB, für die Veröffentlichung bzw. Verbreitung und Archivierung bearbeitet. Über die Rahmenbedingungen der Promotionsordnungen und nutzungsrechtlichen Aspekte hinaus sind daher bei Vorabpublikationen und kumulativen Dissertationen auch Vorgaben der UB zu beachten. Immer dann, wenn Aufsätze im Originallayout der Zeitschrift abgedruckt sind, muss der sogenannte D82-Vermerk auf der Rückseite der Dissertationstitelseite eingefügt werden. Außerdem sind dort die bibliografischen Angaben der eingebundenen Publikationen zu nennen, beispielsweise Titel und DOI des Aufsatzes sowie Titel, Verlag und Verlagsort der Zeitschrift. Falls die Abgabe der aus einer oder mehreren Vorabpublikationen bestehenden Doktorarbeit als Printdissertation erfolgt,
erhält die UB 14 gedruckte Exemplare. Bei einer Online-Dissertation lediglich eines. Bitte bedenken Sie, dass die UB Dissertationsschriften zur weiteren Veröffentlichung oder Verbreitung ablehnt, wenn die Nutzungsrechte offensichtlich ungeklärt geblieben sind. Bitte beachten Sie, die Abstimmung der rechtlichen Rahmenbedingungen mit den Rechteinhabenden der Vorabpublikationen liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung. Falls Sie Fragen oder Beratungsbedarf haben, können Sie sich auch gerne an unseren Service im Bereich wissenschaftliches Publizieren wenden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an pub.services@ub.rwth-aachen.de. Weitere Informationen finden Sie auch in den anderen E-Tutorials zu Dissertationen.